whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal eine der seltenen Neuvorstellungen von Scupper mitgebracht, den Scupper Skiren. 40 Volumenprozente, ja, schwere, massive Flasche. Und von Scupper gibt es nicht so viele Neuerscheinungen und vor allem nicht Originalflaschen der Brennerei. Da gibt es ja vergleichsweise wenig mit hoher, langer Konstanz. Und es gab viele, viele Jahre einen 14-Jährigen, der sich wachsender Beliebtheit erfreute. Dann wurde der durch einen 16-Jährigen abgelöst, der heftig im Preis nach oben schoss, bisschen älter war. Und jetzt einen gewissen Qualitätsanspruch von Scupper verdeutlichte. Diesen 16-Jährigen gibt es heute noch. Blende ich Ihnen mal ein Video zu ein. Und dieser Skiren ist nun ganz neu in 2015 erschienen und trägt, ja, wer hätte es gedacht, keine Altersangabe. Die Abfüllung ist eigentlich so ziemlich auf den Massenmarkt gezielt, weil er 40 Volumenprozente hat. Keine Altersangabe hält. Ja, und damit sagt man normalerweise eine Einsteigerflasche. Jo, Achtung, preislich nochmal abgehoben. Und zwar jetzt rauf bis auf fast 60 Euro. Boah, woran liegt's? Nun, Scupper produziert sehr, sehr wenig Whisky. Im Moment wohl um die 360.000 Liter im Jahr. Und zwischenzeitlich hat Scupper überhaupt nicht produziert, sodass also damals mit dem Abfüllung der 14-Jährigen in diesen großen Stückzahlen also heftigst die Bestände eingebrochen sind. Dann wurde die Brennerei wurde stillgelegt und dann wurde Allied Domecq, die waren früher die Eigentümer von Scupper, die wurden gekauft durch die großen Diageo und Pernod Ricard, wurde aufgeteilt und Scupper kam zu Pernod Ricard. Die haben dann wieder gesagt, jetzt fahren wir die Sache wieder an, damit wir da eine Konstanz reinbringen. Und 2004 habe ich Scupper besichtigt und da waren die gerade wieder die ganze Geschichte am Herrichten. Da waren also Bauarbeiten zugange und dann haben sie wohl, ich sag mal so 2005, wieder ordentliches Arbeiten angefangen. Das heißt, jetzt sind die Whiskys maximal 11 Jahre alt. Die 16-Jährigen, die jetzt gerade laufen, sind von der Zeit vor der intermittierenden Betrieb. Und das ist jetzt wohl einer von den neueren, wie alt er nun wirklich ist. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir auf der Schachtel noch so finden. Skiren ist ein Adjektiv, alt-nordisch, leuchtender Himmel, glitzernd. Und inspiriert bei des Sommerlichts, Summer's Bright, Glittering Skies. Das wird also im Nordischen mit Skiren bezeichnet. Und diese Abfüllung besteht nun zu 100% aus First Fill American Oak. Damit man eine cremige, weiche, süße mit einem Anklang von tropischen Früchten, das kommt aber aus der Brennereicharakter, Zitrus und einem Heather, also einer Heide, bekommt. Das ist Batch SK01, also Skiren 01. Das heißt, da gibt es dann nachher später mehr von und sie wollen also nicht das als Einmalabfüllung machen, sondern sie wollen es dann länger halten. Das klingt ja schon ganz schön. Ah, mit Farbstoffzuckercouleur. Wer hätte das gedacht? Ja, Scupper liegt auf den Orkney-Inseln und damit gehörten sie früher im Vorläufer von Norwegen, also den Nordleuten. Und dort wurde dann auch Nordisch gesprochen. Und deshalb besinnt man sich bei Scupper auf ihre nordische Herkunft und verwendet das jetzt auch in den Namen. Ho, toll! Ja, da kam eine Frucht. So von wegen so ein bisschen tropische Früchte. Wundervoll. Jetzt kommt es darauf an, sind die alt genug?
Das ist irgendwie ein bisschen schief, wenn ich mir das angucke. Ich kann es nicht so hinstellen, dann wäre das untere Label, das helle, richtig. Und wenn ich so hinstelle, dass das obere gerade ist, ist das untere nicht. Also das Segelboot ist hier oben in der Mitte, also müsste es im Prinzip irgendwo so halb und halb sein. Ja, auch hier haben sie es nicht so ganz drauf gegeben. Also diese Asymmetrie ist wohl gewollt. So, jetzt schauen wir mal. Ein sehr, sehr fruchtiger Anklang, der rüber in Richtung, ja, Clementine geht, also schon ein bisschen süßlicher. Vielleicht ist das dieser tropische Fruchtanklang, der da bezeichnet wurde. Von Eiche ist noch nicht viel zu riechen. Jetzt schauen wir mal. Sehr weich und zart im Mund. Dann kommt so ein bisschen Honig auf, wird aber unmittelbar abgelöst durch eine Würzigkeit, die ja erstaunlich ist, aber wahrscheinlich den First Fill American White Oak zuzuschreiben ist. Dann heißt es gebackene Äpfel, ja, so ein bisschen Richtung karamellisierten Zucker, das Typische, was aus dem First Fill Fass rauskommt, was auch die Farbe Whisky macht. Ja, und jetzt im Abgang wird er sogar ein bisschen Kaffee-Kakaotöniger. Das also tatsächlich von der Eiche ganz schön würzig hinterher. Am Ende wird er etwas trockener und hat einen sehr schönen, langen Nachgeschmack. Wobei der Geschmack selber in der Mitte war extrem weich. Also da war vom Alkohol gar nichts zu spüren. Da fehlte auch aus meiner persönlichen Sicht beim Probieren der erste Biss, sodass also das Aroma sehr, sehr lieblich, wohlwollend. Immer noch, jetzt kommt auch so ein bisschen Karamell und Vanille hinterher von den Fässern. Ja, jetzt gleicht sich das ein bisschen aus. Anfangs war er sehr fruchtig in der Nase. Dann im Geschmack ist er sehr mild und fast schon zu schwach. Und im Abgang kommt er dann kräftiger, intensiver und gibt dann den ordentlichen, langen Nachgeschmack. Ja, schade, dass hier nun kein Alter draufsteht. Und wenn es nur 8 Jahre wären oder 10, würde jetzt ja schon reichen. Ne? Aber nein, man gönnt uns First Fill American White Oak und dafür lässt man nun das Alter weg. Die metallische Jugend, die ich bei manchen No-Age-Statement-Whisky öfter mal ankreide, haben wir hier nicht vorliegen. Also er hat ein Alter und mich würde es also nicht wundern, wenn er, ja, der Abgang war schon ganz schön würzig. Also wenn er seine 8 bis 10 Jahre hat. Also das würde mich jetzt nicht wundern. Aber kann auch sein, dass man 3-Jährige mit untergemischt hat, um den so weicher zu machen oder so. Ja, weiß man nicht. Gut, schauen Sie uns das Shopsystem nach. Ich vermute, dass es ihn öfter geben wird. Wir werden dieses Video auch bei den SK02 und SK03 Batches, die vermutlich dann dahinterher kommen, mit einblenden. Da kann es dann ja batchmäßig zu Abweichungen kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.